Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Was uns allen jeden Tag begegnet, ist das Internet und das Smartphone. Die Frage ist, macht es süchtig, Internet so? Und als Gast und Experte darf ich Ihnen Herrn Professor Martin Korte vorstellen. Er ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig. Professor Korte, willkommen. Professor Korte, was bedeutet eigentlich Internetsucht? Muss man ein bisschen aufpassen. Der Begriff Sucht wird so ein bisschen inflationär benutzt in verschiedensten Kontexten. Es gibt da eine Klassifikation der internationalen Krankheiten, das nennt sich so ICD-11, ganz formal, wo man weltweit die Krankheiten klassifiziert, die es auf der Welt gibt. Da gibt es tatsächlich die Gaming Disorder, das heißt eine Spielsucht, die ist klar identifiziert als eine Sucht. Also eine Sucht bedeutet, dass ich einer Tätigkeit nachgehe auf Kosten meiner sozialen Interaktion, anderen Interaktionen, die mir wichtig wären, und ich gereizt und nervös reagiere, wenn man mich dieser Tätigkeit nicht ausüben lässt. Bei der Internetsucht, vor allen Dingen natürlich im Kontext mit den Smartphones, die man immer in der Tasche trägt, ist es so ein bisschen ein Graubereich. Auf der einen Seite gibt es viele Kollegen, die sagen, das ist mehr eine schlechte Gewohnheit, dass man ständig meint, man braucht dieses Gerät und man könnte nicht ohne. Es gibt andere, die sagen, nee, das ist schon mehr, das ist mindestens eine starke Konditionierung bis zu einem suchtähnlichen Verhalten. Warum ist das so? Ist unsere Gesellschaft so verändert, dass solche sozialen Medien sich so in einer Suchtproblematik äußern? Ich glaube in der Tat, dass diese Geräte so gemacht sind, denn wir bezahlen ja die meisten dieser Apps, die wir dort benutzen, gerade im Social-Media-Bereich, nicht mit Geld, sondern mit unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, die Apps verdienen ihr Geld oder die Firmen verdienen ihr Geld damit, dass wir diese Apps möglichst lange benutzen, und die Apps sind auch so gebaut, dass wenn ein Video gezeigt wird, fängt der nächste sofort ungefragt an. Die eine Message wird sofort gezeigt, wenn wir nur eine mal angefangen haben anzuschauen. Und da wir soziale Wesen sind, die auf soziale Interaktionen aus sind und sehr stark auf kurzfristige Belohnungen reagieren, sind wir eben sehr anfällig für die Nutzung dieser Apps, für die Nutzung dieser digitalen Medien, vor allen Dingen des Smartphones, weil eben ständig kurzfristige Belohnungen, Like-Me's, Nachrichten, die man bekommt, man hat als erster eine Nachricht weitergeschickt, alles viele kleine Belohnungen, im Amerikanischen nennt man das Tiny Habits, so Mikrogewohnheiten, die man sich so nach und nach angewöhnt, sodass man reflexartig gar nicht mehr merkt, wie häufig man am Tag nach seinem Smartphone greift. Es gibt Untersuchungen, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung 2100 Mal am Tag kurz sein Handy berührt. So nach dem Motto, ist es noch da? Und daran sehen wir, wie stark die Abhängigkeit schon ist und wie sehr wir aufpassen müssen, dass wir diese Geräte weiter zu unserem Nutzen verwenden und nicht nur zum Nutzen einiger weniger Firmen. Sie haben das mit den Likes angesprochen. Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Ist das eine Sozialisierung, eine Verbindung der Menschen untereinander oder eher die Gefahr der Isolation? Das ist genau, wie es diskutiert wird, wie Sie es auch fragen. Auf der einen Seite Menschen, die besonders viel Programme benutzen, die diese Likes verwenden, geben an, dass sie sich de facto einsamer fühlen als die Menschen, die das weniger nutzen. Das würde der These eigentlich entsprechen. Eigentlich machen, macht uns das einsamer. Auf der anderen Seite geben gerade Jugendliche, viele junge Menschen an, dass sie sich dadurch aber mit einer Gemeinschaft verbunden fühlen und das deswegen auch so gerne nutzen. Auch hier muss man aufpassen, wir reagieren sehr intensiv auf Lob. Aber nicht umsonst gibt es keine Dislike-Buttons, die ich ja gerne ab und zu mal sehen würde, weil wir darauf genau nicht so stark reagieren wie eben auf die Like-Me-Buttons. Also insofern ist zumindest die Gefahr der intensiven Nutzung von Social Media zur Einsamkeitsbildung, weil man eben alleine vorm Bildschirm sitzt und die Verbindung mit anderen über Daumen hoch, Kichelgesichter, reicht eben unserem evolutiv alten Gehirn nicht aus, sich sozial vernetzt zu fühlen. Könnte man auch sagen, dass diese Likes etwas entfremden? Ich glaube nicht, dass die Likes entfremden. Ich glaube eher, dass man alleine in einem Raum ist und nicht mit anderen Menschen zusammen oder anderen Menschen ins Gesicht guckt, obwohl man sich doch eigentlich zum Eisessen mit ihnen verabredet hat und ständig auf seinem Bildschirm schaut, dass das einsam macht. Also ich glaube eher, all das, was wir nicht tun, während wir auf die Bildschirme schauen, ist das, was uns einsam macht. Nicht mit anderen Menschen etwas direkt zu unternehmen, Gesicht zu Gesicht. Das ist das, was die Einsamkeit produziert.
Noch eine allerletzte Frage. Sucht, kann man diese Sucht heilen? Gibt es einen Entzug? Ganz einfach, Barrieren aufbauen zwischen sich und den Geräten, weiter weglegen, komplett ausschalten, keine Klingeltöne, keine Vibrationssignale und sich genau vorher überlegen, in welchen Momenten brauche ich das Smartphone und wo brauche ich das nicht und wenn ich es nicht brauche, ausschalten. Dann verhindert man, dass man reflexartig nach den Geräten greift. Ihre Ausführungen war spannend. Danke Ihnen.